Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich mit dir eine Meditationssession teilen, die dir dabei helfen kann, den Widerstand gegen Veränderungen loszulassen. Denn wir alle sind die pure Veränderung. Unser Körper, unser Geist, unser Sein verändert sich in jeder Sekunde unseres Lebens und um uns herum. Das Leben ist so, so schnell. So oft sind die Dinge, die gerade in diesem Moment noch aktuell sind, schon morgen veraltet. Und so oft sind wir überfordert, überfordert mit diesen Dingen. Diese Dinge, die uns so unglaublich veraltet und klein wirken lassen. Denn unsere Körper kommen aus einer Zeit, wo es noch nicht mal ein Rad gab, wo wir noch in Höhlen lebten oder in kleinen Hütten. Unser gesamtes System ist nicht dafür ausgelegt, dass wir so, so, so schnell durch dieses Leben reisen. Und trotzdem können wir es im Außen nicht aufhalten, aber wir können für uns den Widerstand loslassen dagegen und können anfangen, für uns selbst eine Veränderung zu kreieren, mit der wir leben können und die wir lieben. In diesem Sinne möchte ich dich dazu einladen, dass du dir einen ruhigen Platz suchst, wo du für die nächste Zeit ungestört bist. Achte darauf, dass du dich aufrecht hinsetzt, dass du dich vielleicht auf einen Stuhl setzt, die Füße fest am Boden oder in einen Schneidersitz. Solltest du Herausforderungen mit dem Sitzen haben, mit den aufrechten Sitzen, scheue dich nicht, dir einfach ein Kissen zu nehmen und deinen unteren Rücken auszupolstern, so dass du die gesamte Meditation ganz entspannt hier sitzen kannst und dich hiervon nicht ablenken lässt. Außerdem schau nochmal, dass deine Kleidung auch bequem genug ist zum Sitzen und dass der Knopf an der Hose dich jetzt in diesem Moment nicht stört. Wenn du dann soweit bist und in diesem Moment angekommen bist, dann lade ich dich ein, deine Augen zu schließen. Und umfasse einmal mit deinen Händen hier deine Oberschenkel und spüre dich. Spüre mit deinen Fingerkuppen, mit deinen gesamten Handflächen deine Oberschenkel. Und vielleicht magst du einen leichten Druck hier in deine Oberschenkel bringen, um dich noch etwas intensiver zu spüren. Den Druck deiner Finger, die Kraft deines Körpers auf den Oberschenkeln ganz intensiv wahrzunehmen. Und lenke hier in dieser Situation deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Spüre einmal, wie er für dich hier abläuft, ganz intuitiv. Ein Prozess, der jeden Tag, jede Sekunde deines Lebens ganz automatisch abläuft. Ein Prozess, der dir beim Leben hilft und der dir helfen kann, dich zu erden, dich zu zentrieren und neu auszurichten. Und gemeinsam mit deinem Atem lade ich dich jetzt ein, ganz tief in dich hineinzusinken, an eine Stelle ganz tief in deinen Kopf hineinzulenken und dir vorzustellen, dass du hier einen kleinen goldenen Punkt sehen kannst. Und falls du diesen kleinen goldenen Punkt jetzt gerade nicht wahrnehmen kannst, dann stell ihn dir vor. Stelle dir vor, dass du einen Film dir anschaust, wo dieser kleine goldene Punkt hier gerade in deinem Kopf existiert. Und stelle dir vor, wie dieser kleine Punkt sich ausbreitet, ausbreitet, ausbreitet und in der Form einer Spirale ganz tief in dein Unterbewusstsein hinein sich dreht. Stell dir vor, wie diese goldene Spirale durch deinen Kopf, Hals, Brustkorb hinein zu deinem Herzensraum sich hinein bewegt und wie du jetzt an diesem Punkt in deinem Kopf sich befindest und wie du hier entlang gleitest an dieser goldenen Spirale hinein in deinen Herzensraum.
Und du kommst hier an einen Ort an. Und du kommst an und stellst die Füße fest auf den Boden. Und vielleicht siehst du unter deinen Füßen schwarzen Asphalt. Stehe von dieser goldenen Spirale auf und richte dich vollständig auf in deiner Vorstellung. Und sehe dich einmal um und stelle fest, dass du dich hier an einem Ort befindest, an einer Autobahn. Sehe die Fahrzeuge, wie sie an dir vorbeischnellen. Sehe, wie schnell und unberechenbar sie an deinem Körper vorbeifliegen, wie du vielleicht den Wind, den sie hinterlassen, den Druck auf deinem Körper spüren kannst. Und in dem Hier und Jetzt lade ich dich ein, deine Fingerkuppen noch etwas mehr in deine Oberschenkel zu drücken, um für deinen physischen Körper und dein Unterbewusstsein den Druck noch etwas mehr zu erhöhen. Und du stehst in dieser Autobahn und siehst, wie die Autos hier vorbeifliegen, auf beiden Seiten, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Und du spürst, hörst und siehst, wie schnell, wie unglaublich schnell hier alles abläuft. Und erhöhe noch etwas den Druck und spüre in deinem Körper die Spannung. Und spanne noch mehr deinen gesamten Körper an. Und du siehst, wie alles um dich herum vorbeifliegt und du kannst es nicht aufhalten. Du kommst nicht über die Straße. Und weil du keinen Weg siehst, setzt du dich für einen Moment hin und du spürst den Druck, wie er weiter in dir wächst. Der Druck, dass du über diese Straße musst. Du musst die Situation ändern, sie ist unerträglich und du baust noch etwas mehr Spannung in deinem Körper auf. Und du spürst, dass die Situation noch etwas unerträglicher wird. Spüre, dass deine Hände mittlerweile vielleicht etwas schmerzen. Und halte die Spannung und spüre, wie groß der Schmerz wird. Und ich beginne gleich von der 1 auf die 10 zu zählen. Und wenn ich bei 10 angekommen bin, lässt du los. Und beginnst für dich eine Veränderung zu gestalten. Doch ich fange bei 1 an und du spürst den Druck. Du sitzt hier an dieser Autobahn und du weißt nicht wie. Du weißt es nicht. Du spürst den Druck, dass alles um dich herum so schnell bewegt und du kannst es nicht aufhalten. Du hast keinen Einfluss. Und 2, deine Hände, dein Körper, sie sind unter Anspannung. Du spürst, dass alles noch unerträglicher wird. Und 3, 4, sehe, dass die Autos noch schneller an dir vorbeifahren. Und du stehst vielleicht auf und du denkst, vielleicht kannst du rennen, vielleicht kannst du, aber 5, 6, du siehst, es geht nicht, sie sind zu schnell, du kommst nicht hinterher, du kannst nicht aufspringen, du kannst nicht durch sie hindurchgleiten, du kannst nicht. 6, 7, und du stehst hier und spürst den Druck auf dir und du willst aufgeben. 8, 9, wird aufgeben. Doch du spürst diesen Druck und er hält dich gefangen. Er hält dich gefangen und du musst, du kannst nicht. Und 10, lass los. Lass los. Und stehe einmal hier. Und sehe, wie auf einmal alles sich in Zeitlupe bewegt. Spüre einmal, wie der Druck auf deinem Körper allmählich aus dir herausfließt und wie alles um dich herum so unglaublich langsam abläuft. Du siehst, wie die Autos in Zeitlupe an dir vorbeifahren und wie die Menschen in diesen Autos dich ansehen. Wie sie wie ferngesteuert und unter Spannung in ihren Fahrzeugen sitzen und wie sie fahren und du siehst es nun. Du siehst es. Du siehst, dass sie alle so unglaublich unter Spannung stehen. Dass sie alle mit dieser unglaublich schnellen Veränderung mitziehen
auf ihre Weise gefangen in diesen Autos. Und du kannst jetzt hier entscheiden, ob du eine Tür öffnest von einem Auto, was gerade in Zeitlupe an dir vorbeifährt und einsteigst, um mitzufahren. Doch ich lade dich ein, dich umzudrehen. Ich lade dich ein, dich von dieser Autobahn abzuwenden. Ich lade dich ein, hinter dich zu blicken, in ein weites Land, eine weite Wiese, die vor dir liegt. Und stelle dir nun vor, wenn du dich jetzt umgedreht hast, wie du anfängst zu gehen. Du läufst. Du läufst über dieses weite Feld, über diese unglaublich weite Wiese und gehst und gehst und gehst. Mit jedem Schritt richtest du dich noch etwas mehr auf und vielleicht möchtest du mit deinem physischen Körper deine Schultern etwas nach hinten rollen und dich etwas nach oben strecken und du läufst weiter über diese Wiese und beginnst zu laufen. Du rennst los und du rennst in dieses Unbekannte hinein und du bleibst in einem Moment stehen, wenn ich auf 3 gezählt habe und du rennst noch etwas schneller, 1 und du siehst, wie auch du nun so schnell bist aus dir heraus. Du spürst die Energie, die aus deiner Geschwindigkeit heraus entsteht. Und 2, du richtest dich noch etwas auf und vielleicht möchtest du deine Hände nach außen bringen und deine Hände wie Flügel ausbreiten. Und 3, du bleibst stehen. Du bleibst stehen. Und betrachtest einmal die Umgebung. Siehst um dich herum. Siehst alles, was du sehen möchtest. Vielleicht die weite Natur, die Unendlichkeit der Welt. Vielleicht siehst du deinen sicheren Ort. Vielleicht siehst du eine Fantasiewelt. Ganz gleich, was du jetzt gerade siehst. Versuche es einmal wahrzunehmen. Und atme einmal ganz tief ein. Und wieder vollständig aus. Und lasse hier aus deinem Körper heraus diese Energie hinausfließen. Die Energie aus all deinem Sein, aus all deinen Gefühlen. Die Energie aus Spannung, Anspannung, Überforderung, Überlastung, Schnelligkeit, Langsamkeit. Entspannung, Glück, Zufriedenheit. Lass es rausfließen, rausfließen, rausfließen und sehe, wie aus deinen Händen all diese Gefühle, all diese Emotionen aus dir herausfließen, wie sie wie ein kleiner Nebel aus deinen Fingerspitzen sich bewegen und nehme einmal wahr, dass sie unterschiedliche Farben haben. Schwarz, Grau, Gelb, Rot, Grün, Blau, Violett, Weiß. Sehe all die Farben. Die Farben, die sich vielleicht die ganze Zeit in dir befunden haben. Und stelle dir vor, wie sie vor dir eine Kugel bilden. Wie diese Farben sich vor dir in einen Ball hineinbewegen. Und wie dieser Ball zentriert aus all diesen Farben, aus all diesen Energien, hier sich entwickelt und wächst, wächst, wächst. Sehe, wie du alles fließen lässt und wie du allmählich zu einem neutralen Raum wirst. Einen neutralen Raum für etwas Neues. Für eine Entscheidung, die du heute treffen kannst. Vielleicht fühlt es sich für dich richtig an, die folgenden Worte laut zu dir zu sagen. Ich entscheide mich heute, die Veränderung in meinem Leben anzunehmen,
um sie auf meine Weise in meiner Geschwindigkeit umzusetzen. Ja, ich bin Veränderung. Und ich werde ab heute jeden Tag etwas mehr. Aber noch nicht so sehr wie bereits morgen. Veränderung für mich leben und leben. Danke. Und sehe, wie diese Kugel vor dir sich allmählich vollständig aufgeladen hat, wie der Nebel aus deinen Händen langsam aufhört zu fließen und wie das Farbgemisch sich vereinigt in einem goldenen Ball. Sehe diesen goldenen Ball vor dir und wie diese goldene Farbe allmählich sich ausbreitet in diesem Ball. Und gehe einen Schritt auf diesem Ball zu, sehe, wie du dich selbst in ihm widerspiegelst. Und sehe, dass er ständig in Bewegung ist, dass er sich dreht, dass in ihm all die Emotionen sich bewegen, dass diese jedoch jetzt in einem einheitlichen goldenen Schimmer gepackt sind. Und nehme nun diese Kugel in deine beiden Hände und führe sie zurück zu deinem Herz. Nehme hierfür gerne deine Hände auf deinen Herzensraum und führe all das wieder zurück zu dir. Es gehört zu dir. All das ist ein Teil von dir. All das brauchst du für dich und nicht gegen dich. Du brauchst es in Momenten, wo du stark sein möchtest. Du brauchst es in Momenten, wo du Mut brauchst. Du brauchst es in den Momenten, wo du alles geben möchtest, wo du liebevoll sein möchtest, Entspannung brauchst, wo du so vielfältig sein möchtest. Du brauchst es. Du brauchst alles von dir, auf deine Weise, in deine Geschwindigkeit. Und du darfst jeden Tag neu entscheiden. Du darfst jeden Tag neu deine Geschwindigkeit anpassen, um aus deiner eigenen Kraft heraus die Veränderung zu gehen, ohne mit dem Strom mitrasen zu müssen. Danke. Und wenn du soweit bist, lade ich dich ein, allmählich in das Hier und Jetzt zurückzukehren. Deine Hände von deinem Brustkorb zu nehmen und auf deine Oberschenkel zu legen. Beginne ganz langsam, deine Schulter nach hinten zu bewegen, dich zu recken und zu strecken, deine Hände auszuschütteln, deinen Kopf leicht von links nach rechts zu bewegen und, wenn du soweit bist, deine Augen wieder zu öffnen. Lass dir all die Zeit, die du brauchst hierfür. Und in dieser Zeit verabschiede ich mich von dir. Bis auf ein neues, bis ganz bald. Bleibe bewegt, deine Marie.